Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott aus Österreich. Wir sitzen hier auf den Bergen, essen Brezen und spielen dabei Balloon Tower Defense. Was ist denn hier passiert? Ja, genau, ein jungfräulicher Account. Ich fange nochmal von vorne an. Ich bin zwar ein alter Veteran, aber man hat mich jetzt in Rente geschickt, nachdem ich die Ballonkrieger geschafft habe und in die Veteranenwelt aufgestiegen bin. Nein, ich habe einfach nochmal Bock von vorne zu spielen, ganz ehrlich. Von ganz Anfang an. Und ihr seht, ich habe noch gar nichts. Ich habe nur das Intro gespielt, durfte schon auf Stufe 2 aufsteigen. Nicht einen Affenswissenspunkt habe ich. Erst ab Runde 30 darf ich die haben. Auch habe ich noch keine Kräfte, gar nichts. Ich fange das Ganze von vorne an, werde euch jeden Tag hierzu ein Video hochladen, wo ich ein paar Maps an- oder durchspiele. Ich werde die immer wieder auf Double Speed setzen, also doppelt so schnell. Dann könnt ihr euch angucken, wie ich es gelöst hätte, welche Affen ich als erstes aufwerte, um möglichst schnell abzuleveln. Und vielleicht wieder ein zweiter Veteran zu werden. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr könnt mich dabei begleiten. Quincy ist mein erster Held. Und einen Erfolg habe ich auch schon. Wow, ich bin im Affen-Fan-Club. Na, am Anfang hat man viele Erfolgserlebnisse. Das haben sie gut programmiert von Ninja Kiwi. Und es gibt hier sehr, sehr viel zu tun. Es wäre super, wenn ihr mich begleitet. Oh Mann, meine erste Kiste. Ich habe sie schon. Ich habe sie. Ist das geil? Naja, das gucken wir uns an. Dann spielen wir uns mal die erste Runde an. Na, Affenaue leicht und dabei. So, was ich ja am Anfang mit euch nochmal ganz dringend diskutieren wollte, ist Folgendes. Also zuerst gesagt, ich baue mir hier erstmal mein ganz normales Gameplay auf, wie ich es sonst auch tun würde. Oh Mann, die sind ja alle so jungfräulich. Oh Mann, die können ja noch gar nichts. Ist das süß, ist das niedlich. Naja, aber erstmal Quincy in die Mitte rein und los geht's. Yeah, hier hast du deine Targets. Schauen wir uns das mal an, Quincy. Habt ihr das gesehen? Das war auf Insta gewesen, oder? Was Insta? Nein, Twitter war es gewesen. Auf Twitter hat Balloons hat Ninja Kiwi einen neuen Hero vermutlich gezeigt. Das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update rauskommen. Und wenn ihr euch das anschaut, so von der Chronologie her, eigentlich gab es so jeden Monat, Richtung Ende des Monats, immer ein neues Update bei Ninja Kiwi. Und wie das vermuten lässt, gibt es hier dann bald einen neuen Psycho-Hero. Was denkt ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das wäre ja wohl obermega cool. Ich bin schon super gespannt. Und deswegen muss ich jetzt spielen. Ich muss spielen. Damit ich da auch ganz schnell hinkomme und den auch freischalten kann. Also begleitet mich doch einfach mal. Das ist meine erste Runde. Affenaue. Leicht Standard. Und weiter geht's.
seriously? So, die erste Runde haben wir gut geschafft, wie ihr alle auch. Und jetzt gehen wir mal auf nur primär. Ja, natürlich geht nichts an deinem Bogen vorbei, Quincy, das weiß ich doch schon. Oh Mann, das macht so einen Bock hier. So, ja genau, dich und da, da brauchen wir aber viel für, da brauchen wir viel XP für. Na ja gut, dann bauen wir das mal aus, gehen wir da mal weiter. Und ihr könnt mich dabei begleiten und beobachten. Oh yeah, ich habe was ganz Nettes in Vermutung, und zwar, ich werde ja immer wieder gefragt, wie levelt man möglichst viel ab, welchen Turm soll ich als erstes ausbauen, weil ihr seht, auf der rechten Seite, wir haben jetzt erstmal unsere primären Affen, und ich vermute mal, wenn man die Affen einfach nur baut und mitlaufen lässt, so gerade am Anfang, wo man relativ viel Geld hat, und wenn man seine Affen zentral positioniert, ist das eine recht sichere Geschichte, und wenn man einfach die baut an der rechten Seite dann oder irgendwo, kann ja auch wegen mitfighten, dann sammeln die XPs mit, die man natürlich für weitere Ausbauten dann dringend braucht. Ja, Stufe 11, das geht so schnell hier. Weil ich meine, ich habe in der ersten Runde Affenau, habe ich 9-mal einen Stufenaufstieg gemacht. 9-mal einen Stufenaufstieg. Und jetzt bin ich schon wieder 2 weiter. Also das Erfolgserlebnis hat Ninja Kiwi hier sehr eng programmiert. Da fühlt man sich gut, das macht Spaß. Kein Wunder, ich spiele das Spiel jetzt seit, also allein Balloon Tower Defense spiele ich seit über 3 Jahren, seitdem es released ist, das 6er. Vorher habe ich 3, 4, 5 gespielt, die Battles, bei allem war ich dabei. Spaß hat's gemacht und jetzt von ganz vorne nochmal macht Spaß. Schaut einfach mal zu, wie ich das Ganze hier löse und wir sehen uns gleich nochmal bei einer dritten Folge für heute. Die Affenaue einfach und Luft ablassen.
rein. Incoming. Oh, wieder was geschafft. Sehr nice. Na ja, gehen wir mal einen weiter, gucken uns das an, Affenaue, und jetzt tun wir mal ein bisschen höher. Jetzt lassen wir mal ein bisschen Luft ab. Ich sag dazu jetzt nichts. Ja, Quincy, your bow is passing nothing. Sorry. So, bauen wir uns das Gameplay mal auf. An der Stelle, ja, den haben wir jetzt auch schon auf Stufe 4. Das ist gut. Ihr müsst überlegen, das ist gerade erst die dritte Runde Affenaue. Unseren Wurfpfeilaffen unten schon auf ein Vierer, also eine 0-2-4er ausgebaut. Der fängt echt schon ganz schön viel weg. Klar, unseren Bombenwerfer brauchen wir einfach. Wir sind schon in Runde 32. Da kommen gleich ein paar Bleiballons, ein paar Keramikballons, dass wir die wegfassen. Ja, 15 ist der Hammer. Ja, klar, ich will unseren Zauberer. Also, und ich setze jetzt einfach mal rechts da drüben hin, weil ich habe da eine Vermutung. An der Stelle, ja, den Bumerang besser dahin, falls doch was durchbrechen sollte. Und unseren Helikopter, den ich gar nicht so viel benutze momentan, gebe ich zu. Auch als Veteran habe ich den gar nicht ganz so viel benutzt. Ein bisschen sträflich vernachlässigt, obwohl er eigentlich auch ganz gut ist. Ja, genau, das brauchen wir. Speed. Wir brauchen Speed. Zack, zack, zack. Genug Geld haben wir dafür. Schaut euch das mal an. Also das Gameplay besteht eigentlich hauptsächlich aus 5 Haupttürmen, 2 Bomber vorne, 2 Wurfpfeiler hinten und dann den Quincy davor. Ah ja, natürlich unseren Sniper im Hintergrund. Doppelt einmal für die Camo-Ballons und einmal für die Geschwindigkeit, um das vorne wegzupacken. Und so tun wir auch als Anfänger die Runde 40 gleich locker knacken. Und es sollte eigentlich von meinem Gefühl her so durchlaufen bis zum Schluss. Und ihr habt gesehen gerade, habt ihr es gesehen? Der Wizard Monkey, der hat ja noch nicht einen Affen gesehen. Der ist ja wirklich ganz jungfräulich. Der hat noch nie einen Affen gesehen. Der hängt in den Ballon kriegen mit dabei, aber hat noch nie einen Ballon vor der Nase gehabt. Sammelt aber trotzdem XP gerade. Der steht da einfach nur blöd rum an der Seite. Genauso wie unser Ice Monkey oder unser Glue Monkey. Die stehen da nur blöd rum und sammeln trotzdem XP. Yo, jetzt kommen die Werballons. Die können ganz schön fies sein, wenn du nicht genug Firepower aufweist. Aber das schaffen wir hier. Das sollte eigentlich funktionieren. Aber merkst du das, was das für eine Konsequenz hat? Ey, 70, ihr seid der Hammer. 17 Jahre. Oh, Alchemist, super wichtig. Super, super wichtig. Na, keine Kohle mehr, um den zu bauen. Schade. Na, nächste Runde. Ganz wichtig, den Alchemisten. Aber ihr merkt, was das für eine Konsequenz hat. Gerade so Levels wie Luft ablassen. Einfach, da baut ihr euer Gameplay mit 4-5 Türmen auf. Habt trotzdem noch Geld genug über für weitere Türme. Die könnt ihr einfach irgendwo hinstellen. Es spielt keine Rolle, ob sie mitfighten oder nicht, ob sie einen Ballon vor der Nase haben oder nicht. Und sie sammeln XPs. Ja, okay, unser Mörser-Affe, der macht in der Praxis mit, weil er da vorne hinten hat. Aber die anderen, die sammeln XPs, obwohl sie nicht mitfighten. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und damit der Hinweis, weil immer wieder, oh, welche Türme soll ich upgraden? Ja, alle. Ja, alle. Ja, aber weil muss man ja so viel spielen. Ja, man muss ein bisschen spielen, aber ihr seht ja super, 18 Kohle. Geht der Schnaps gesehen? Der sammelt XPs, obwohl er nicht dabei ist. Ich könnte ihn jetzt schon wieder upgraden. Den Mörseraffen. Ist der Hammer. Also, einfach Türme bauen, in Ruhe mitlaufen lassen. Es tut keinem weh. In der Praxis ruhig alle Türme einmal setzen. Haben Sie es gesehen? Der hat noch nicht einen Ballon gesehen, der Boomerang-Mann. Aber der läuft trotzdem mit und sammelt XPs. Das ist eine super coole Geschichte, weil es ist so, ihr müsst einfach alle Türme ausgebaut haben. Ja, ich weiß, wir haben rund 22 Türme. Wir haben jeweils 3x15 Ausbaustufen. 22x15, oh, kann jemand schnell rechnen, sind 330 Ausbaustufen. Und gerade für das 5. Tier oder Stufe O hinten braucht man sehr viel. Aber lasst sie einfach mitlaufen. Macht sie Spielchen, lasst sie mitlaufen. Boah, unser erster BFT und zack. Ja, weggeschnappt. Hier ist super Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Episode. Und es hat Spaß gemacht. Begleitet mich, wie ich einen ganzen Balloon. I should get to work. Yeah, I should be laughing. I really should get to work. So, begleitet mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gib mir ein Subscription und ein Abo. Und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.